Wenn sie durchs Dorf rennen, ist nichts mehr vor ihnen sicher. Die Mufflons gefährden den Straßenverkehr. Und dann steht der Garten von Günther Hass auf ihrem Speiseplan. Die Buschrosen, hier die schönen edlen Rosen, das sind die Reste immer jedes Jahr. Anwohner treffen, viele hier haben Probleme mit den Mufflons. Dass die bei uns die Terrassen verunreinigen, die Rosen abfressen, den Garten leer fressen, dass die den Kot überall hinmachen und ich kann das sauber machen. Das ist nicht gerade unbedingt der Traum meiner schlaflosen Nächte. Elke Grabe fühlt sich von den zuständigen Behörden nicht ernst genommen. Die machen alles platt und dann wird uns gesagt, wir sollen Zäune setzen. Das finde ich einfach eine perfide Aussage. Wir haben hier überall Zäune. Die Tiere sollen weg oder wenigstens dezimiert werden. Über 20 leben aktuell in dem kleinen Gebiet zwischen Feld, Ort und Waldstück. Volker Meier ist hier der Jäger. Vom Kreis Minden-Lübbecke hat er den Auftrag, die Mufflons zu schießen. Nicht leicht. Das Muffelwild, das eräugt uns schon auf 500 Meter, die rotten sich dann zusammen. Und wir können nicht als Jäger einfach wahllos in diese Herde reinschießen. Die Mufflons haben aber nicht nur Gegner. Kira Fritsche würde sie gerne hier behalten. Die Kinder sind Mama, ganz glücklich, dass die da sind und dass wir denen mal trockenes Brot geben können oder so zum Füttern. Also sie sind auch ganz zutraulich. Also ihr habt die gerne, ne? Mhm. Ja. Wir finden, das ist was Besonderes auf jeden Fall, ne? Wenn man jetzt hier in der Natur wohnt. Die Mehrheit der Anwohner hat allerdings die Nase voll vom Muffelwild. Sie fordern, dass die Behörden endlich für Ruhe sorgen in Kleinen Bremen.